2 bis 5 Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de. Freddy, 0-0 im Testspiel, im vorletzten gegen den Greifswalder FC. Du auf der Linksverteidigerposition, sicherlich auch nicht deine angestammte Position. Wie hast du das Spiel gesehen? Wir haben uns sehr schwer getan, aber das lag vor allem an unseren eigenen Verfehlungen, meiner Meinung nach. Klar, die Greifswalder haben es dann auch taktisch gut gemacht, aber wir hatten viele technische Fehler, sei es bei der Ballannahme, sei es bei den Pässen, bei Passschärfe und dann auch im Positionsspiel. Viel zu wenig Bewegung von unserer Seite. Wie gesagt, das in Kombination mit den technischen Fehlern hat uns dann ja, die Torchancen gekostet und dementsprechend auch Tore. Wie hast du das persönlich gesehen, mal auf links zu spielen und nicht in der Zentrale? War das für dich eher neu oder musstest du schon öfter mal auf der Außenbahn aushelfen? Ich hatte schon Erfahrung auf der Linksverteidigerposition, sowohl links als auch rechts. Allerdings in einem anderen System, wo wir, ich sag mal, weniger Ballbesitz hatten. Heute war es natürlich sehr balldominant, generell das, was wir auch spielen wollen. Dementsprechend war es natürlich eine neue Interpretation der Position und dann auch nahezu eine komplett neue, ja. Gut, und dann kann man für das Spiel gegen Hannover nur alles Gute wünschen und dann die Fehler, die da waren, die man auch gesehen hat, die müssen sicherlich noch abgestellt werden an der einen oder anderen Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also wer jetzt nicht motiviert ist, eine Woche vor Saisonbeginn, um da nochmal alles reinzuhauen, zu perfektionieren. Das heißt perfektionieren, da müsste es schon gut sein. Heute war es nicht gut, aber kann ich nur recht geben. Danke dir, Freddy. Herr Ertel, 0-0 im Testspiel und Zufriedenheit sieht anders aus, sowohl auf den Spielergesichtern als auch auf Ihrem Gesicht. Ja, definitiv. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt, aber wir haben zu zäh und zu pomadisch gespielt und viel zu wenig Lösungsmöglichkeiten. Ich meine, die haben es auch sehr diszipliniert gemacht, aber da erwarte ich eigentlich mehr und haben wir nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Also das war heute wieder ein Schritt zurück. Freddy Lach hat eben angesprochen im Interview, in den Pässen hat häufig auch Genauigkeit gefehlt, hat Schärfe gefehlt. Was ist jetzt das Ziel für die letzten Tage der Vorbereitung, um das abzustellen? Ja, das ist eine Sache vom Kopf und da waren wir wahrscheinlich heute nicht so richtig bei der Sache. Nach 2 freien Tagen haben wir zwar heute früh trainiert, aber insgesamt war das schwierig heute. Das ist eine Geschichte, die hat weniger was mit den Füßen als mit dem Kopf zu tun und der war heute nicht so richtig da und dann kommt dann sowas raus. Man denkt, das wird schon irgendwie. Und dann wird es halt nicht und dann vergibt man die erste Chance, dann vergibt man die zweite Chance und dann auch noch die dritte und die vierte und dann spielt sie halt 0-0. Und aber, sag ich mal, heute hat niemand von den Jungs ein Bewerbungsschreiben abgegeben. Am Samstag geht es nochmal gegen Hannover, dann werden so die letzten Weichen gestellt. Wie sieht bis dahin der Ablauf aus, gerade nach so einem, ich sag mal, verkorksteren Spiel? Naja gut, das kommt halt immer mal vor, das muss man auch sagen. Und wir werden halt normal trainieren, also morgen früh, am Donnerstag zweimal, am Freitag nochmal und dann ist am Sonntag das Spiel. Und danach werden wir mehr wissen. Alles klar, danke Herr Ertel. Bitte.